Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir sind unterwegs mit der Linie CE56 auf der Gladbeck-Map Version 5.1, die jetzt zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht offiziell ist. Es ist eine Beta-Version, die aber sehr gut befahrbar ist. Wir sind schon, ja, ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte haben wir schon wahrscheinlich mehr von unserer langen 64-Minuten-Linie vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof bis hin Bottrop-Kirchhellen und zwar die Schulze-Delitz-Straße. So, Goetheplatz, ich drücke die Pause raus und lasse die Gäste rein. Morgen. Morgen. Oh, von da hinten aus, du bist doch aber definitiv hier eingestiegen. Gut, sollst du kriegen. Einmal diese. 2,50. Na komm. Okay. Die kommt aber zurück und reißt dich ihren Fahrschein noch ab. Das finde ich ja toll. So, haben wir's? Keine Zeit verlieren. Dann wollen wir mal. Als erstes begegnen wir dem nächsten sehr engen Kreisverkehr. Das ist aber nicht so schlimm. Aber danach kommt eine Stelle, die geht überhaupt nicht zu schaffen. Völlig unmöglich und ausgeschlossen. Ich gucke nochmal nach hinten rein. So sieht das aus, wenn Fahrgäste drin sind. Das wird gleich vorbei sein. Ja. Mein zweiter Vorname ist Pessimistin. Julia Pessimistin. So. Ja, komm, ich warte dich ab. Fahr mal. So, und jetzt? Hier. Okay. Jetzt müssen wir nämlich, und das ist eigentlich nur zu schaffen, wenn man ganz, ganz viel Glück hat und hier gerade gar kein Verkehr ist, wir müssen jetzt hier links rein. Das überhaupt, was überhaupt nicht geht. Und ich muss auch auf die Mitte fahren, weil wir sonst mit dem Popo hinten nämlich da die Haltestelle umhauen. Sag bloß, das klappt. Das klappt. Ja. Ja, und jetzt schnell weg, bevor der näher kommt. Genau. Wenn da jetzt aber Autos gestanden hätten, die mir hier entgegenkommen. Es ist nicht möglich. Ich bin da fest von überzeugt, dass man das nur schaffen kann, wenn man so wie wir jetzt Glück hat, dass da gerade alles so weit frei war. Und ich glaube, wenn man von hier kommt, das werden wir auf dem Rückweg sehen, ist es überhaupt nicht möglich. Aber gut. Boah, ich hab's geschafft. Jetzt ärgere ich mich richtig, dass wir den einen Rempler hatten, weil jetzt habe ich fast eine Chance, das wirklich komplett fehlerfrei durchzukriegen. Wow, das wär's. Aber das darf man nicht sagen, weil dann passiert nämlich sofort was. Wieso geht die Tür nicht auf? Hier, Mädchen, komm. Hallo. Hallo. Jetzt kommst du doch bestimmt nach... Na, dann nicht. Gut, weiter. So, was kommt jetzt? Helmut nicht, wie heißt die andere? Herbert, ne? Oder Hermann, Hermann. Nächste Haltestelle. Mhm. Hermannstraße. Ja, die ist auch gleich da vorne. Hier ist es eigentlich relativ sutsch, man darf hier nur nicht zu schnell fahren. Weil es sind ja doch so ein paar Kurven und Verkehr ist hier auch, aber das ist alles noch im Rahmen. So. Ich fahre aber das nach vorne. So. Okay. Guten Morgen. Morgen. Guten Tag. Okay, okay. Jetzt müssen wir rechts. So. Gucken. Ist das frei? Da ist frei. Dann ist okay. Dann los. Relativ großen Bogen fahren. Dann klappt das auch ganz gut. So. Gladbeck Bahnhof West sind wir jetzt, ne? Gleich, ja. Die Zeit 0,3 Minuten Verspätung und in dem Moment, wo ich hinguckte, sprang der um auf 0,6 Minuten Verfrühung. Aber das wird die Ampel jetzt wieder erledigen mit der Verfrühung, ne? Ja, macht ja nichts. Macht ja alles nichts.
Mal ein bisschen vorrollen, kann man die Ampel besser sehen. Ah ja, ist grün. Gut, gut. Da ist auch ein Bussel hinter uns direkt. So. Das ist, glaube ich, die Kunst im Realen auch so einzuparken, dass die anderen nicht stehen bleiben müssen und warten müssen. Hoffentlich fährt der mir da nicht hinten rein jetzt. Sondern noch vorbei können. So. Okay, und weiter. Warum habe ich mir denn eigentlich die Arbeit gemacht und die Tour hier, die Linie mehrmals hin und her gefahren? Es gibt noch so viel zu entdecken. Musikschule. Musikschule. Ah, ist eine blöde Sicht, aber ich möchte auch mal ein bisschen Außensicht fahren. So, das ist schwer. Oh, das ist richtig heftig. Es ist grün, ja. Das sieht immer so langsam aus und dann im Innen ist es so schnell. So, da steht jemand. Hier ist Musikschule. So. Zackedi-zack. Jawohl. So. Und grün, weiter geht's. So, das Schwierigste haben wir eigentlich geschafft. Das ist jetzt gar nicht mehr so extrem dolle. Nächste Haltestelle. Hegestraße. Hegestraße. Die Zeit. 1,2 Minuten in der Verfrühung. Ja, das ist gut, dass am Oberhof eine Pause eingeplant ist. Da kann man das ein bisschen korrigieren, wenn man ein bisschen in die Verspätung geraten ist. Aber ja, ich hatte wirklich bei dieser Angststelle, wo es in diese Einbahnstraße reinzufahren galt, da habe ich also wirklich gedacht, das klappt kaum. Da ich das geschafft habe, toll. Nur, glaube in der zweiten Folge von dieser Linie hatte ich, glaube ich, einmal so was angetitscht. Da haben sie ein bisschen gemeckert, ne? Irgendwie einmal war da was. Hat aber nicht gereicht, dass sie ausgestiegen sind. Soweit war es nicht. Ist also doch bis jetzt toi, toi, toi. Und so das Allerschwierigste habe ich eigentlich schon durch. Meine ich, soweit. Ja, da kommen nicht mehr so... kommt noch ganz interessante Strecke, diese Überlandstrecke gleich noch. Aber was ich sagen wollte, ist nämlich, warum habe ich mir diese Arbeit gemacht? Warum habe ich gesagt, bevor ich dieses Let's Play auf diese Linie fahre, fahre ich die erstmal so lange, bis ich die kenne und bis ich die kann. So wie ein Busfahrer oder Busfahrerin, die diese Strecke fährt, die auch kennt. Damit das auch besser funktioniert. Das gibt einmal den Grund, weil es auch viel mehr Spaß macht, wenn das funktioniert. Der andere Grund ist aber, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele OMSI-Freunde, die das OMSI spielen... So, kommen Sie rein. Hallo. Hallo. Dass die der Meinung sind, das geht gar nicht. Da sind die Zeiten zu eng oder die Kreisverkehre sind zu eng oder das geht gar nicht und doof und unmöglich und so, ne? Um zu zeigen, es geht. Doch, es geht. Es ist manchmal schwer. Und es gibt bestimmt auch die eine oder andere Ecke, wo vielleicht ein bisschen buggy ist oder wo eben die KI an ihre Grenzen kommt, wo wirklich sagt, also nur mit ganz viel Glück oder fast nicht möglich, mag es sicherlich geben. Aber so im Großen und Ganzen ist das... Oh, das ist aber eng hier mit dem Bulli. Im Großen und Ganzen ist das möglich. Es geht. Es geht wirklich. Seht ihr doch. Gut, man titscht vielleicht mal da an Bordstein und hier und die Leute meckern mal. Ja, nu, die sind wirklich streng. So. Hallo. Hallo. Das war falsch, ich muss da drücken erst. Erst die Türen zu, dann die Haltestelle raus. Jetzt habe ich so verquatscht, bin so langsam gefahren und schon sagt er mir 0,1 Minute Verspätung. 0,2 schon. Ja. Das ist sowieso so eine Sache. So auf dem letzten Stück, da erwarten die wohl von mir, dass ich da mit 100 fahre. Aber das finde ich nicht so schlimm, wenn ich mit der Verspätung die letzten Haltestellen nachher anfahre auf der Linie. Finde ich nicht so schlimm. Solange es reicht, um wieder pünktlich die Rücktour antreten zu können. Ne? Weil Uhr zurückstellen geht ja nicht. Will ich ja auch gar nicht.
Das soll in einem Rutsch funktionieren. So. Bitte schnell. Zack, zack. Guten Tag. Guten Tag. So ist recht. Dann sind wir ja gleich schon bei der Josefstraße, ne? 0,5 Minuten Verspätung und da kommt auch so eine fiese, fiese Ampel. Josefstraße. Mhm. So. Naja, die ist eigentlich immer rot, die Ampel, wenn man hier ankommt. Und die ist so lange rot. Wir haben 0,1 Minute jetzt nur Verspätung. Wenn die Ampel jetzt nicht 3 Minuten lang rot bleibt, dann... Ah, danke! Das ist gut. Das ist hervorragend. Weil jetzt hier hinter der Josefstraße beginnt nämlich der Teil, wo wir ganz schönes Stück über Land fahren. Und ich mag da nicht rasen wie so eine gesenkte Sau. So, kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso betrogen wie nebenan. Hallo. Hallo. Einmal normal. Einmal normal. Bitte sehr. Und weiter. 0,4 Minuten Verspätung. Ja gut. Ich muss trotzdem rasen. Weil das wird von mir erwartet. Sonst kommen wir mit einer fetten, fetten Verspätung an. Aber ich werde es im Rahmen halten. So wie ich es in der Realität auch tun würde. So, Holtkampfstraße. Jetzt geht es ein Stück über Land. Also so Wald, Bauernhof und sowas ist jetzt. Und so, da muss jetzt jemand raus, hat es geheißen. Okay. Dann muss ich halt hier anhalten. Das hätte ich sonst nicht gemusst. Und alles, was hinter mir ist, muss mitwarten. Hier ist keine Haltebucht. Warum mache ich eigentlich vorne auf? Brauche ich doch gar nicht. Bist du denn jetzt ausgestiegen hinten? Habe ich gar nicht gesehen. Aber manchmal ploppen die ja gleich schon in der Tür weg. So. Und weiter. Nächste Haltestelle. Üchtmannstraße. Die Üchtmannstraße. So. 0,7 Minuten Verspätung. Ja, ich muss hier relativ schnell fahren. Sonst sammelt sich da echt einiges. Hier ist nichts. Keiner will rein, keiner will raus. Weiter. Sammelt sich da doch sehr viel an Verspätung an. 0,8. Forststraße. Forststraße. Aber ich übertreib's nicht. Nein, tue ich nicht. So, hier ist die Autobahnbrücke. Ja, kommt mal so ein bisschen einen Blick auf die Autobahn werfen. So ganz, ganz kurz. So, Wagenheld hat keiner gedrückt. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Ja gut, dann muss ich eben hier an der Forststraßenhaltestelle... Da steht auch jemand. Oder? Nee, das war das Haltestellenschild. Ich dachte, das wäre ein weißes T-Shirt. Da ist doch einer von den Fahrgästen bei, der hat so ein strahlend weißes T-Shirt an. Und ist so dunkelhäutig. Da denke ich immer irgendwie an Meister Popper, der so mit seinem leuchtenden T-Shirt lesen kann. Irgendwie, weiß nicht, kommt mir das immer in den Sinn. So. Und raus. Ja, ist weggeploppt. Ich hab's gesehen im Spiegel, ihr nicht. So, Mercedes, fahr! Und da kommt noch ein Mercedes, der fährt, obwohl ich blinke, ist ja auch ein Mercedes, ne, mit eingebauter Vorfahrt. Ja, ja, ja. Hier das Gebäude ist ja neu, ne, das hat mir Kevin noch erzählt. Wir sind nämlich hier auch mal lang gefahren. Das ist jetzt auch neu, das Gebäude da, was wir gerade hatten. Hm. So, als nächstes Haltestelle, Schlagkamp. Keiner will raus, hier steht auch niemand. Weiter. Kommt dann schon Dorfheide, ne? Nächste Haltestelle. Dorfheide. Jawohl. Na,
Dorfheide, Dorfheide, da will keiner raus, da steht auch niemand. Gut, fahren wir weiter. Nächste Haltestelle, Oberhofstraße. Oberhofstraße, ja, und dann ist auch dieser Überlandbereich soweit abgeschlossen und das war jetzt aber, sah aus, als hätte eine Lichthupe gemacht, aber war die Textur nicht geladen. Ist die Überlandfahrt dann auch soweit beendet? Wir kommen jetzt in den Bereich, ja, das kann ja eigentlich nur hier Kirchhellen sein, so, ne? Ja, da steht's doch, Kirchhellen, genau. Die Ampel ist grün. Wir haben die Zeit 0,5 Minuten Verspätung. Ich sag's ja, wir müssen da ein bisschen flott durchziehen. Sonst sammelt sich da schnell ganz schön was an Verspätung ein. So, und hier ist es auch mit Vorsicht geboten. Hier fahren alle ganz, ganz furchtbar langsam und biegen da auch ganz, ganz furchtbar langsam ab. Und wenn hier Gegenverkehr kommt und der hier jetzt vor mir einbiegen will, dann macht der das und nimmt mir die Vorfahrt. Deswegen, hier muss man echt aufpassen. Das ist mit den KIs hier so ein bisschen tricky. So, da sind wir an der Oberhofstraße. Bevor ich jetzt hier irgendwie was anderes mache, drücke ich die Pause rein, denn die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich würde wirklich einen Besen fressen, wenn wir in der nächsten Folge nicht an der Endstation ankommen würden. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.